Buongiorno Scillati, ich hoffe, ihr habt alle schöne Ostertage verbracht. Na, Ostern ist bekannterweise Spargelzeit. Wir werden ihr auf Skill for Millennials auch ein paar Spargelrezepte präsentieren und wir fangen heute damit an. Wir werden heute ein Risotto machen mit grüner Spargel. In Italien sind grüne Spargel viel verbreiteter als weiße, also es gibt viel mehr Rezepte mit grüner Spargel. Der Geschmacksunterschied ist, dass grüne Spargel ein bisschen mehr nach Gras schmecken, ist ein bisschen wilder der Geschmack. Und die sind natürlich dünner, das heißt, die brauchen auch weniger Zeit zum Kochen. Wir fangen erstmal mit einer schönen Gemüsebrühe, damit der Geschmack von dem Spargel noch intensiver ist, werde ich für die Brühe das untere Teil benutzen, das ist ein bisschen holzig. Den Rest der Spargel braucht nicht geschält zu werden. In der Brühe kommt heute noch eine Möhre und eine halbe Zwiebel. Ich werde die in den Topf tun, kaltes Wasser und erstmal köcheln lassen und in der Zeit fangen wir an, den Rest von den Zutaten vorzubereiten. Für den Rest ist das Rezept ziemlich einfach. Wir nehmen unser Spargel und schneiden wir in ungefähr 1 cm großen Stücke. Und wir lassen die Köpfchen ein bisschen länger. Und würfeln auch ganz fein den Zwiebel erstmal. Nachdem eure Brühe seit einer guten Viertelstunde schon am Kochen ist, können wir anfangen, den Risotto vorzubereiten. Und wir werden, wie immer, die seit länger hier sind, wissen, dass den Reis toasten. Das heißt, Pfanne heiß machen, Olivenöl und dann erstmal die Zwiebel und dann den Reis. Ohne alles. Wir lassen den Reis toasten, bis es etwas durchsichtig geworden ist. Ich habe wie immer 80 Gramm pro Portion genommen. Es sind nur 2 Portionen für Mr. Cameraman und für mich, denn meine Kinder gehören zu diesen Spezien von Menschen, die keinen Spargel essen, Banausen. So, ich werde gleichzeitig ein anderes Risotto für den machen. Deswegen ist auch so wenig, aber es ist nur für 2. Sobald der Prosecco ausgelöscht ist und kein Alkohol leider mehr drinnen gerichtet ist, kommt unser Spargel.
Und dann fangen wir an mit unserer Brühe. Ich habe die Brühe auch leicht gesalzen. Und wir kochen unsere Risotto eine gute Viertelstunde, immer wieder Flüssigkeit dazu geben, immer wieder rühren. Und nach 15 Minuten müssen wir noch den letzten Zutat hinzufügen. Nach ungefähr 15 Minuten ist unser Reis noch ziemlich al dente, der braucht noch ein bisschen. Und wir werden heute die Mantecatura nicht mit Butter machen, sondern ein bisschen früher Taleggio dazu geben. Taleggio ist ein italienischer Käse, riecht ziemlich intensiv, ist aber weich und hat einen mittleren, starken Geschmack. Ich werde jetzt ein Stück schneiden und dann noch kleine Würfel und in den Risotto, damit das Ganze wirklich cremig wird und total lecker. Also Risotto und Spargel, Taleggio und Spargel, perfekt. Noch kräftig Pfeffer dazu und in der Zeit bitte nicht vergessen, abonnieren, liken, Glocken aktivieren. Ach, das ist so geil. Und jetzt, wie immer, Verbrennungsgefahr, aber ich probiere es. Ich finde es fantastisch. Der Risotto ist noch ein bisschen al dente, also es ist nicht matschig. Das Spargel ist sehr intensiv und dann kommt den Taleggio dazu, diese salzige, super leckere Käse. Wirklich, Taleggio findet übrigens in Rewe und in jedem italienischen Feinkostladen. Es ist ein sehr verbreiteter Käse. Absolut zu probieren und bis zum nächsten Mal.